Fehlschlag von Abruf ist in T-100. Roger, Atlas Control, hier ist 1134. Systemüberprüfung. 1134, alle Systeme einsatzbereit. Archenstartprotokoll initiiert. Kryo-Modus wird eingeleitet. Beginne mit Nanotriteninjektion. Check. Kryo-Lebenserhaltungssysteme aktiv. Subterrane Startinjektoren bereit. 97% nominal. Alle Einsatzbereit. Initiere Eingriff. 1134, check. Ziele bestätigt. Systemüberprüfung beendet. Archenbesatzungen werden eingefroren. 1134, Ende. Verstanden, 1134. Abrunde die Erde. Atlas Control Erde. Möge die Menschheit überleben. Externe Störung festgestellt. Kryo Kammer beschädigt. Kammer Omega 5 aktiviert. Beginne Nanotriten Notaktivierung. 3, 2, 1. Nanotritensequenzer einsatzbereit. Kryo Kammer Versiegelungen geöffnet. Temperatur entspricht dem Sollzustand. Neustart des internen Datensystems. Bio-Augmentationssysteme einsatzbereit. Aktuelle Position unbekannt. Standortsignal deaktiviert. Systemüberprüfung gestartet. Äußere Eichendruckabdichtung gelöst. Sicherer Ausstieg bestätigt. Außentür entriegelt. Wiedergabe der aufgezeichneten Nachricht initialisiert. Hier spricht. Nicht sicher hier. Steig ein. Ab geht's los in den Buggy. Ich weiß, du hast viele Fragen. Wir müssen weiter. Die Hügel wimmeln nur so von Banditen. Auf geht's. Ich bin Dan Hager. Du hast mehr Glück als Verstand. Die Regierung zahlt einen Haufen Kohle für Archenbewohner. Warte, die kannst du ja noch gar nicht kennen. Mit dem Rest der Welt dürftest du dich genauso wenig auskennen. Willkommen in der Zukunft.
Banditen. Zu dumm, dass du noch den Archenanzug trägst. Äußerst verräterisch. Das da draußen ist ihre Welt. Suchen wahrscheinlich nach ihren Kumpels. Mist, jetzt haben wir ein Problem. Wir müssen zu mir. Sobald die merken, was ich getan habe, werden sie Blut wollen. Und ich. Ich habe einen Plan, der uns beide hier rausbringen könnte. Ah, geschafft. Endlich wieder zu Hause. Wir müssen uns unterhalten. Steig aus. Hier lang. Komm. Weißt du, ich habe für deine Rettung viel aufs Spiel gesetzt. Nicht nur mein Leben, sondern das aller hier. Bisher habe ich überlebt, indem ich mich aus allem rausgehalten habe. Das könnte sich jetzt ändern. Hier ist mein Plan. Geh zum Lager der Banditen und radier sie alle aus. Ganz einfach. Außer dir darf keiner überleben. Du kannst einen meiner ATVs aus der Garage haben. Und die Pistole und das Zubehör auf dem Tisch. Oh, du wirst mehr bekommen als nur meinen Dank. Komm lebend zurück, dann gibt's eine schöne Rüstung. Eins noch. Die Banditen dürften kein großes Problem sein. Zumindest nicht für dich. Gehört ihr Archenmenschen seid was Besonderes? Ich habe schon lange keinen Neuankömmling mehr gesehen. Diese Welt ist ein gefährlicher Ort und die Banditen da draußen sind nur das kleinste Problem. Halt bloß immer Augen und Ohren offen, wenn du im Ödland unterwegs bist. Ich kann verstehen, dass du dich fremd fühlst. Diese Welt ist so anders als die, aus der du kommst. Es ist zwar gefährlich, aber es gibt auch noch viele gute Menschen. Hör einfach auf dein Herz. Keine Ahnung, warum der ihn dich hergebracht hat. Leute wie du bringen nur Ärger. Hau ab! Du bist der Typ, den Dan aus der Arche geholt hat, hä? Hätte nie geglaubt, nochmal einen Archenbewohner zu treffen. Vor allem, seit die Regierung euch einfängt und tötet. Aber hey, ich habe einiges zu tun. Schau doch später mal vorbei, dann besorge ich dir Arbeit. Lass mich raten. Du willst wissen, wie man Wingsticks wirft? Ist nicht leicht.
Wie ich sehe, hat dir Dan eine Pistole gegeben. Keine schlechte Waffe. Aber wenn du was Unauffälliges brauchst, hol dir einen Wingstick. Er hat einen zielsuchenden Nanokern, ist aber trotzdem nicht so einfach zu beherrschen. Wir machen einen Deal. Zeig mir, dass du damit triffst, dann sag ich Halleck, dass er dir welche verkaufen soll. Bereit für einen Versuch? Breitmanns Heil. Okay, hier sind die Regeln. Ziel auf die Klappziele und triff sie so schnell du kannst. Mal sehen, wie viele du schaffst, bevor die Zeit abläuft. Ich hätte die Hosen voll. Geh zu Halleck, er wird dich ausrüsten. Willkommen, Fremder. Ich bin Halleck. Schön, dich kennenzulernen. Mir gehört dieser kleine Laden hier. Hab alles, was du zum Überleben und Kämpfen brauchst. Die beste Ware des ganzen Ödlands. Oh, und solltest du mal was Wertvolles finden, was du nicht brauchst, bring's mir. Ich zahle gut für schöne Dinge. Lust, dich ein wenig in meinem Laden umzusehen? Ich hab da möglicherweise was, das dir gefallen könnte. Sehen uns.
drüben! Keine Ahnung, was Hager uns geschickt hat. Wie kannst du es wagen, einfach in unser Haus zu spazieren? Bring ihn in die Todeskammer. Ah, du bist wach. Gut. Meine Beute soll wissen, was passiert. Ich verspreche dir, es wird wieder. Dieser Ort müsste Deckung. Was ist? Hey, oh!
aktiviert werden. Wer ist das? Du hast doch nicht etwa vor, in die Kanalisation zu steigen, oder? Die Kanäle sind lebensgefährlich, ha? Huh? Lebensgefährlich! Die Mutanten horten da unten ihre Beute. Sollen noch ein paar anständige Sachen drunter sein. Das Zeug ihrer Opfer. Thank you.
Sehr gut, das lässt uns alle ruhiger schlafen. Du hast dir unseren Dank verdient und die versprochene Rüstung. Aber wie du siehst, gibt es neue Probleme. Als du weg warst, wurde die Siedlung angegriffen. Von einem Haufen Banditen, die wir noch nie gesehen haben. Haben nichts gestohlen. Ging ihnen nur ums Töten. Wir haben viele Verwundete und brauchen dringend Medikamente. Ich muss dich schon wieder um Hilfe bitten.